Für die Grundrechte hier zu sein bedeutet auch, dass wir uns aussprechen gegen Rassismus, gegen Extremismus jeder Art, Linksextremismus, Rechtsextremismus, Pharmaextremismus, gegen jede Gewaltanwendung und gegen jede Anfeindung von Menschengruppen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion oder auch ihrer politischen Ansicht. Des Weiteren sind wir hier, um für unsere körperliche Selbstbestimmung zu protestieren, für die Abschaffung dieser Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, also dieser Mundschutzpflicht. Und ich darf auch sagen, dass große Teile der Teilnehmer, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, aber große Teile wünschen sich auch eine Abschaffung dieses Mindestabstands oder zumindest, dass man selbst darüber entscheiden kann, wenn alle Beteiligten einverstanden sind. Ja, wir haben heute einen ganz wunderbaren Redner eingeladen. Den möchte ich jetzt hier ans Mikro bitten. Das ist der Professor Dr. Christian Kreis. Vor ein paar Wochen stand im Wall Street Journal, dass dieses Jahr die Zahl der hungernden Menschen auf der Welt von 130 Millionen auf 260 Millionen steigen wird. Eine Verdoppelung. Darunter sind ziemlich viele Kinder und davon werden ziemlich viele verhungern durch diese Lockdown-Covid-Maßnahmen in der westlichen Welt, die die dritte Welt nach unserem Vorbild übernimmt. Diese Covid-Maßnahmen, dieser Lockdown, der führt zu Millionen von hungernden, verhungernden Kindern. Ungefähr 36 Ländern auf der Welt rechnet man mit Schuldenproblemen, Überschuldungsproblemen. Es wird Millionen von Fallout, Millionen von Menschen werden von diesen Schuldenproblemen betroffen sein. Ich war Investmentbanker 7 Jahre lang und wenn ich mir die Schuldenstände anschaue momentan und diesen Kollaps der Weltökonomie, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, ja, da werden dramatische Zustände auf uns zukommen wegen dieser Lockdown-Maßnahmen nach unserem Vorbild. Allein in Deutschland haben wir momentan beinahe 20% Menschen, die nicht arbeiten. Wenn Sie die ganzen Kurzarbeiter dazu nehmen, haben wir fast 20% Arbeitslosigkeit. Die Industrieeingänge sind minus 38%. Die Weltökonomie kollabiert wegen Lockdown-Maßnahmen, wegen Covid. Und neulich kam eine Studie raus von einem Freiburger Professor Raffel Hüschen, ein Rentenexperte, der sagt, die Zahl der Lebensjahre, die durch die Covid-Maßnahmen, durch den Lockdown, durch die Masken, die dadurch vernichtet wird, ist 200 Mal so groß wie die Leben, die gerettet werden. Unsere Pressefreiheit ist, gefährdet. Ich habe letzte Woche eine Rede in Ulm gehalten, die hatte auf YouTube 150.000 Klicks in 48 Stunden und dann ist sie gelöscht worden. Wir haben Zensur in unserem Land. YouTube ist ein amerikanischer Großkonzern zu Alphabet. Dahinter steckt einer der 5 reichsten Männer der Erde. Ja. Aber nicht nur YouTube berichtet extrem einseitig, unwahrhaftig. Fast alle Leitmedien, ARD, ZDF, haben Vorgaben von der Regierung, keine wirklich freie Presse. Ich kenne führende Journalisten von ARD und ZDF. Ich habe schon viele Interviews gegeben. Die sagen mir, über bestimmte Dinge dürfen wir nicht berichten. Ordnung, Anordnung von ganz oben, sagen mir führende Journalisten von ARD und ZDF. Also Staatsfernsehen ist nicht frei. Und dann haben wir noch die Privatmedien, das sind ungefähr 7 Familien. Ja, Springerpresse, Friede Springer, Bertelsmann, Burda, Holzbrink und so weiter. Das sind alles Multimillionäre, Multimilliardäre. Wir haben eine extreme Multimillionärspresse in unserem Land. Und das als Pressefreiheit zu bezeichnen, das ist ein ganz großer Irrtum. Die berichten extrem einseitig. Für mich ist der Schlüssel diese Angsterzeugung, die bewusst gemacht wird, die bewusst geschürt wird von der Bundesregierung. Und die Frage ist, wieso machen die das? Welcher vernünftige Mensch hat ein Interesse daran, Angst zu erzeugen. Es gibt nämlich Profiteure der Angst. Da gibt es auch übrigens einen Film dazu, zur Schweinegrippe von vor 10 Jahren, Profiteure der Angst. Und da gibt es verschiedene Ebenen von Profiteuren. Zum einen machtgierige Politiker, populistische Männer. Politiker profitieren von dieser Angst. Also super, machen wir Angst und wir haben mehr Macht. Also machtgierige Menschen wie Söder, die lieben Angst. Anxiety sells, ja. Angst verkauft sich, so wie Sex sells. Wenn ich einen ausgewogenen Bericht zu Corona mache, ja, Risikogruppe ABC und so weiter, das interessiert keinen Menschen, das liest keiner, also die wollen auch Angst. Also auch die Medien profitieren von dieser Angst, winkt mehr Umsatz, winkt mehr Absatz. Und dann
nur zur Verleumdung, auch wie die Medien berichten, jetzt werden auch friedliche Demonstranten wie hier, versucht man es auch in die rechte Ecke, AfD, Querfront, Nazis, ESO, Spinner, was da die Medien veranstalten mit uns, die wir hier stehen, das ist eine Ungeheuerlichkeit, eine Fehldarstellung, wie ich sie ganz selten in meinem Leben gelesen habe. In der Industrie, es gibt weltweit ungefähr 5, 6 Großkonzerne. Das Schlimmste, was denen passieren könnte, das wären gesunde Menschen. Dann gibt es keine Profite mehr, dann müssen die zumachen. An diesen Lockdowns profitieren im Prinzip fast alle Großkonzerne. Die Großen fressen die Kleinen. Es gibt ganz massive Gewinner von Angst, von Krisen und Angst insofern. Jeder Tag Lockdown bedeutet in unserem Land zigtausende kleine, unabhängige Mittelständler, die pleite gehen. Zigtausende, nicht nur in unserem Land. Und ich glaube, das ist eigentlich schlimmer da drin, weshalb dieses Virus instrumentalisiert wird. Ich sage also nicht, es ist erzeugt und entsprungen oder gemacht, nicht keine Verschwörungstheorie, aber wenn dieses Ding schon mal da ist, dann müssen wir so viel Angst wie möglich machen von Regierungsseite, von Medienseite und dann machen wir den Reibach unseres Lebens in der Großindustrie und das heißt Machtkonzentration in ungeheurem Umfang. Allein die 5 reichen Männer aus den USA, die Multimillionäre Bezos, Zuckerberg, Gates, Buffett, Ellison, die haben in den letzten 8 Wochen über 40 Milliarden Dollar gewonnen. Die Macht geht nach oben. Die kleinen Leute werden in die Arbeitslosigkeit gedrückt, millionenweise. Die Macht geht nach oben. Die haben eine Bündelung von Macht in ungeheurem Ausmaß. Diese Leute hat kein Mensch gewählt. Das ist absolut antidemokratisch. Und Bürgerrechte einschränken, das passt alles genial ins Bild, um die Macht bei ganz wenigen zu konzentrieren. Ich habe die große Sorge, dass die Grundrechte dauerhaft eingeschränkt werden, nicht nur vorübergehend. Die große Sorge, dass unser wunderbares Grundgesetz, das wir uns so bitter errungen haben in unserem Land durch diesen grauenvollen Krieg, dass das Grundgesetz einfach ausgehebelt werden soll. Da müssen wir uns wehren. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Von der Demo erwarte ich mir eigentlich schon, dass eigentlich mehr Leute bereit sind, einfach da teilzunehmen. Weil ich sage mal, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe das einfach Zeit, dass ich heute da hergehe. Die meisten Leute schämen sich ja, hier sich herzustellen. Und das finde ich traurig. Aber warum stehen Sie da? Ich? Wofür? Ich stehe einfach für mich selber da. Naja, mit welchem Ziel? Mit meinem Ziel. Also ich bin ja total deiner Meinung, was die da erzählen. Ich kenne es. Ich bin seit 10 Jahren nervenkrank. Bin auch ein Opfer der Gesellschaft gewesen. Burnout-Kandidat. Finde keine Arbeit mehr. Ich werde von der Gesellschaft eigentlich missachtet, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und darum stehe ich jetzt einfach mal dort, um Gleichgesinnte zu finden. Mein Name ist Gerald Morgner. Ich wohne seit 2 Jahren hier in Olching, komme aus Salzburg, also aus Österreich, bin Unternehmer, schon seit 1993, also auch Ökonom, war auch zwischendurch viele Jahre im Top-Management von internationalen Firmen, also ich glaube schon, dass ich ein wenig weiß, wovon ich spreche. Was ich festgestellt habe, wenn ich mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, aber auch Mitarbeitern von meinen Kunden und Lieferanten und auch Partnern spreche, es herrscht grundsätzlich Unzufriedenheit und wenn man näher hinterfragt, sagen sie alle, der Druck wird immer größer, wir müssen immer mehr leisten, immer größerer Druck, nie ist man mit irgendetwas zufrieden, immer mehr Leistung muss man erbringen. Und wenn Sie das Gedankengut in den Unternehmen, wenn Sie dort einmal hineinschauen, und dann hören, dass gewisse Manager von ihren Mitarbeitern von Sklaven sprechen oder von einem Ballast sprechen, dann ist es nicht etwas, was aus dem Anfang 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert ist, sondern ganz aktuell, sehr geehrte Damen und Herren, ganz aktuell.
ja, dann sehen wir mal, wie unsere Wirtschaft heute tickt. Hier geht es nur um mehr, 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 Gewinnmaximierung, 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 sonst gar nichts. Auf Kosten von Menschen, auf Kosten der Umwelt. Es gibt Alternativmodelle. Die Alternativmodelle, und darüber werde ich jetzt kurz ein bisschen was erzählen, heißt Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie möchte die Wirtschaft so verändern, dass diejenigen belohnt werden, die letztendlich zum Wohle aller arbeiten. Im Moment ist ja eher das Gegenteil der Fall. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, heißt, die Unternehmen müssen immer billiger produzieren, immer mehr produzieren und letztendlich auf Kosten der Umwelt und des Menschen. Aber wenn es dann ums Zahlen geht, dieser Schäden, wer zahlt es dann alles, diese Schäden? Nämlich wir, die Gesellschaft, ja, nicht diese Unternehmen, die das verursacht haben. In unserem bisherigen Wirtschaftssystem kommt es vorrangig auf den Gewinn an. Auf den Gewinn der Aktionäre, auf Gewinn der einzelnen Investoren, auf Gewinn der einzelnen Gemeinwohl heißt, das ist etwas, was für uns alle da ist und nicht nur für einen einzelnen Kreis. Wäre es nicht vielleicht schön, wenn ein Unternehmen als erfolgreich gilt, wenn es im Sinne des Gemeinwohls sozial, ökologisch und transparent handelt? Ja, ich bin hier, um Präsenz zu zeigen, um mit teilzuhaben an dem, wo man seine Meinung äußern kann, wo man zum Ausdruck bringen kann, dass man nicht mit allem einverstanden ist. Und ja, was erwarte ich mir von dem? Ich denke, Fridays for Future hat es vorgemacht, dass es klein anfängt. Und wenn niemand geht und nur daheim meckert, dass dann nichts getan wird. Gleichwohl, ja, werden wir sehen. Wir hoffen, dass die ganzen Demonstrationen irgendwo doch zu einem Aufwachen immer mehr in der Bevölkerung führt und damit das einfach eine größere Welle ist, die dann losgetreten wird. Wie gesagt, Fridays for Future hat es vorgemacht. Für den Staat ist Wirtschaftswachstum und BIP, also Bruttoinlandsprodukt, der Maßstab des Erfolges. Stattdessen könnte auch für den Staat Maßstab sein, eine zufriedene Bevölkerung. Ein hoher Bildungsstandard, ein gutes Gesundheitssystem, Chancengleichheit und so weiter und so fort. Aber die freie Marktwirtschaft befördert was? Rücksichtslosigkeit und Gier. Das widerspricht aber unseren alltagsmenschlichen Werten, die wir im Alltag anwenden. Gerade jetzt in der Corona-Krise sehen wir ja, Zusammenhalt ist wichtig. Empathie ist wichtig, Respekt ist wichtig, Kooperation ist wichtig. Und die Gemeinwohlökonomie würde dieselben Werte und Verhaltensweise als Grundlage zum Erfolg führen. Es gibt immer schon Gegenmodelle zum Kapitalismus, seit es den Kapitalismus gibt. Im 18. Jahrhundert waren es die Frühsozialisten. Im 19. Jahrhundert waren es die Arbeiter, die Genossenschaften gründeten, damit sie günstigen Wohnraum oder billigen Wohnraum und leistbare Lebensmittel kaufen konnten. Ich bin hier, um Änderungen hervorzuheben, weil ich die Situation nicht mehr so einnehmen kann und weil ich einfach mein Leben leben möchte. Wie können wir das überhaupt ändern? Ethisch zu handeln sollte sich lohnen. Rücksichtslosigkeit sollte benachteiligt werden. Unternehmen, die zum Vorteil aller handeln, sollten als erfolgreich gelten und belohnt werden. Dazu benötigt man aber auch eine Messgrundlage. Und die gibt es auch in der Gemeinwohlökonomie. Neben den Bilanzen, den Gewinnbilanzen, die Sie alle aus den Unternehmen kennen, gibt es eine sogenannte Gemeinwohlbilanz. Pluspunkte gäbe es zum Beispiel für Umweltschutz oder gute Arbeitsplatzqualität. Minuspunkte gäbe es zum Beispiel für Umweltbelastung oder Arbeitsplatzabbau. Und die Idee dahinter ist,
dass die Unternehmen, die die beste Gemeinwohlbilanz neben ihrer normalen Gewinnbilanz haben, rechtliche Vorteile erhalten. Was sind rechtliche Vorteile? Zum Beispiel steuerliche Vorteile oder ganz günstige Kredite oder aber auch beim öffentlichen Einkauf bevorzugt werden. Das würde zum Folge haben, dass dadurch würden ethische, ökologische und regionale Produkte billiger und die verantwortungsvollen Unternehmen hätten die Nase vorn. Und es wäre endlich so, dass das Wirtschaftssystem die Guten belohnen würde und nicht diejenigen, die eben unsere Umwelt und Menschen belasten. Circa 30 Staaten beschäftigen sich derzeit bereits mit dem Gedanken der Gemeinwohlökonomie. Circa 3000 Organisationen weltweit, die sich auch mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigen. Und wenn wir jetzt nach Österreich, Deutschland schauen, gibt es bereits 2000 oder mehr als 2000 Unternehmen, die sich mit dem Thema der Gemeinwohlökonomie beschäftigen. Und schon praktizieren, selbstverständlich. 700 Unternehmen, Gemeinden, Schulen, Universität haben bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Das heißt, hier ist etwas im Vormarsch, was nicht aufzuhalten ist. Wir brauchen einfach Alternativmodelle zum jetzigen Kapitalismus. Schon seit einigen Wochen die Demonstration durch die wir unsere Grundrechte wieder erlangen wollen gegen die Corona-Maßnahmen. Und das bisher bin ich überwiegend in München gewesen. Jetzt bin ich zum ersten Mal auch in Olching und bin überrascht, wie toll das hier auch gemacht wird. Und werde ganz sicher nächste Woche wiederkommen. Ich bin also Inge Ammon aus Fürstenfeldbruck und gehöre eigentlich zum Sozialforum Amper. Und ein Zweig ist jetzt, der ist sehr wertvoll und ich denke für die Zukunft wichtig, das ist unsere Bruckerbrücke, das wir stärken mit einem Live-Studio. Ich bin Jahrgang 1931, habe ja noch die Nazi-Zeit erlebt, war Hitler-Mädchen und also auch Zeitzeugin, Flucht aus Ostpreußen über das Haff. Und all diese Erlebnisse und deswegen ein großes Herz für die Flüchtlinge. Und ihr wisst ja, gestern war der Weltflüchtlingstag. Und als in den heißen Jahren der Friedensbewegung, in den frühen 80er Jahren, die Stationierung der Atomraketen in unserem Land anstand und es ein Plakat gab, eine Werbung von Amerika, reisen Sie nach Europa, solange es noch Europa gibt. So war das etwas, was uns tief erschrecken ließ. Und es bildete sich eine sehr starke Friedensbewegung. Sie ist in die Jahre gekommen. Aber ich habe ganz viel gelernt. So lernte ich Johann Galtung, den großen Friedensforscher, kennen. Und der hat mir einen Satz auf den Weg gegeben, den ich nicht vergesse. Es ist so etwas, mein Leitsatz: Zum Frieden gehört erstens Wissen, zweitens Empathie, drittens Fantasie und viertens langer Atem. Ich habe damals erst die Rassengesetze von Adolf Hitler gelesen, von 1936, die Nürnberger Rassengesetze. So spät bin ich wach geworden. Aber es ist nie zu spät. Ja. Das Thema Spaltung, das ist ja Teile und Herrsche. Ein altes Lied seit dem römischen Herrschaftsreich. Teile und Herrsche. Und wie die Methoden angewandt werden, das ist ganz, ganz verschieden. Ja, und das eine ist die Angst. Ja. Dialog und Zusammenkommen gegen die Spaltung. Lassen wir uns nicht spalten. Gehen wir dem nach, wenn man hetzt. Empathie geschieht, wenn man die Menschen kennenlernt.
Und so habe ich meine Flüchtlinge sehr lieb gewonnen und habe entdeckt, was für verschiedene Begabungen da sind. Und wisst ihr, das ist ja das Schöne bei unserer Bewegung, sage ich mal. Jeder hat andere Talente und die kommen zusammen in dieser Vielfalt. Das Wort Vielfalt gefällt mir so gut in diesem Lied. Das ist beglückend. Und diese Vielfalt von uns und diese Kraft, die davon ausgeht, das möchte ich euch vermitteln. Und deswegen wünsche ich mir auch das Weitermachen und bin dankbar für die Ampelfeen, dass sie das hier organisieren. Denn wir gehen, wir alten Zeitzeugen, aber ihr macht weiter und das ist gut so. Für das Leben. Man muss glaubwürdig sein in seinem Tun. Und meine Hoffnung ist, dass wir mit dieser Transparenz, dieser Offenheit innerlich frei werden. Wir müssen diese Ängste respektieren und ernst nehmen und gegenseitig Respekt zeigen. Nach 20 Minuten ist die Maske feucht. So, Lungenfachärzte haben jetzt schon bestätigt, das ist nicht gesund. Es geht nicht nur um die Rückatmung, es geht auch um die Feuchtigkeit unter der Maske. Ja, die Raumluft in einem geschlossenen Ladenraum ist auch nicht die beste, keine Fenster und so weiter. Man kann sich ja vorstellen, besonders jetzt, wo es auch heißer wird. Eine Zahnärztin hat schon bestätigt, dass sie feststellt bei ihren Patienten, dass sie plötzlich Zahnfleischprobleme haben, massivst, was sie vorher nie hatten. Bei mir ist es übrigens auch so, ich habe Kopfschmerzen natürlich nach jeder Schicht. Ich bin heißer, ich habe Halsschmerzen, trockenen Husten und Bläschen um den Mundbereich herum und auch im Mundbereich. Also ich hatte das vorher nie, bin eigentlich ein total gesunder Mensch. Und jetzt frage ich mich, in welcher Relation steht es jetzt eigentlich? Wir wollen eine Minderheit schützen, nämlich die Risikogruppe. Und der Mehrheit, nämlich den gesunden Leuten wie uns, wird jetzt die Gesundheit gefährdet. Nämlich wir müssen Masken tragen und müssen unsere Gesundheit jetzt riskieren. Also von dem Punkt, und ich muss jetzt sagen, ich bin tatsächlich sogar bereit, jetzt für meine Gesundheit dermaßen zu kämpfen, dass ich sogar klagen würde. Ja. Weil ich bin gesund und ich muss jetzt meine Gesundheit riskieren. Und es geht vielen anderen auch so, die täglich in ihrem Job eine Maske tragen müssen. Ich bin wirklich bereit, Dinge zu tun, aber nicht, dass ich jetzt meine eigene Gesundheit gefährde. Das kann es nicht sein. Wir müssen diese Ängste respektieren und ernst nehmen und gegenseitig Respekt zeigen. Daniel Dinkel, mein Name. Ich arbeite seit 1997 in der Musikbranche und ich habe mir gedacht, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen von den Folgen, die ich so sehe aus meinem beruflichen Umfeld. Ich bin neben Musikunternehmer, ich habe eine eigene Firma. Wenn Ministerien Läden schließen können, dann müssten sie doch eigentlich auch Amazon dazu verpflichten können, dass sie jetzt in der Zeit, wo kein Mensch ins Schwimmbad gehen kann, Schwimmbrillen verkaufen, sondern möglicherweise doch Musik-CDs. Aber ich habe dann eben gemerkt, dass unsere Politiker einfach viel zu schwach sind, um gegen diese großen Konzerne sich durchsetzen zu können. Und das finde ich ist ein wirkliches Manko in unserer Gesellschaft, in unserem Wirtschaftssystem. Vielleicht kennt der eine oder andere das Geschäftsmodell von Amazon. Amazon hat dann meine CDs nicht mehr bestellt und auch nicht ausgeliefert. Das war dann erst ab 1. April wieder so. Aber es gibt natürlich für Amazon hat da natürlich nicht drunter gelitten, weil Amazon hat nämlich noch diesen Amazon Marketplace und viele von den kleinen Händlern, die ihren Laden schließen mussten, die haben dann eben über Amazon Marketplace verkauft und hat Amazon wunderbar mitverdient. Insofern haben die überhaupt gar keinen Schaden dadurch gehabt, sondern ich denke mal, die sind einer der wirklich großen Gewinner. Unsere Branche, das wollte ich jetzt auch mal noch ganz kurz dazu sagen, macht im Jahr ungefähr 11 Milliarden Euro Umsatz und es sind 127.000 Beschäftigte allein in der Musikindustrie. Und 50.000 Musikerinnen verlieren durch 6 Monate Auftrittssperre 325 Millionen Euro an Gagen. Das ist jetzt mal so ein Wert, den die verschiedenen Verbände zusammengesammelt haben. Also die diversen Verbände, die uns vertreten, an einer 6-monatigen Dauer der Maßnahmen insgesamt die gesamte Musikwirtschaft einen Umsatzverlust von 5,456 Milliarden Euro. Also die Hälfte des Jahresumsatzes verliert. Es gibt keine Konzerte mehr, es ist überhaupt nicht klar, wann es mal wieder Großveranstaltungen geben kann.
Und das ist natürlich eines der größten Probleme. Diese fehlenden Konzerte, die führen auch dazu, dass viele ihre großen Veröffentlichungen einfach immer weiter verschieben, weil sie darauf warten, dass die Künstler auch wieder auftreten. Was jetzt passieren wird, meiner Meinung nach, wenn viele Strukturen aufbrechen, dann werden immer mehr Künstler werden direkt von diesen großen Konzernen wie Apple, Google und so weiter vermarktet. Und diese ganzen nervigen Zwischenfirmen wie wir zum Beispiel oder auch Organisationen wie die GEMA, die werden alle rausgedrängt, sodass Google dann direkt mit diesen Künstlern verhandeln kann und einfach ein wirklich leichtes Spiel hat. Und wenn man sich mal überlegt, wie Musik auf YouTube, das wird nach Klicks wird das vermarktet, da gibt es keine Menschen mehr, die sagen, das ist aber ein super Künstler, in den stecke ich Geld, sondern da geht alles nach Klicks. Das heißt, die Musik der Zukunft und die kulturelle Vielfalt, die hängt dann einfach nur noch an Klickzahlen und computergesteuerten Algorithmen. Und das ist das Ende der kulturellen Vielfalt. Dankeschön. In der Corona-Krise sehen wir ja, Zusammenhalt ist wichtig. Empathie ist wichtig, Respekt ist wichtig, Kooperation ist wichtig. Seien Sie respektvoll, seien Sie wertschätzend, nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen gegenüber. Nicht jeder ist unserer Meinung, wir sehen ja auch hier von unserer Demonstration. Aber das heißt nicht, dass deswegen ein schlechter Mensch ist. Ja, es ist wichtig, dass wir immer respektvoll und wertschätzend anderen gegenüber sind. Und stellen Sie sich immer, egal wann und egal in welcher Weise, gegen Rassismus. Dankeschön. Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Vielfalt, Leute, wir brauchen Vielfalt. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Gleichschaltung und Faschismus hatten wir schon. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Einheitsmeinung ist menschlicher Ton. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Vielfalt, Leute, wir brauchen Vielfalt. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Wie bilde ich mir meine Meinung? Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Es steht überall dasselbe in der Zeitung. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Vielfalt, Leute, wir brauchen Vielfalt. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Alle Macht geht eigentlich vom Volk aus. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Elite und Konzerne machen sich nichts draus. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie. Wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Vielfalt, Leute, wir brauchen Vielfalt. Ohne Vielfalt ist es keine Demokratie.